Class 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Lynn Lagerman ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau in ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langermann, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg. Versteckt euch oder sterbt. Ja, Niklas, willkommen in der Aufnahme. Hallo? Geht. Ja, ich wollte fragen, ob du zocken kannst und aufnehmen kannst. Perfekt. Kommst du an? Perfekt. Ich nehme nur immer diese Runde Outlast und nehme es dann auf und an. Perfekt. Bis gleich. Ciao, ciao. Okay, dann hat mal eben kurz Niklas angerufen. Okay, diese Mucke macht mich wahnsinnig. Weil, mich springt doch gleich irgendwas aus dem Schrank hier an. Die Mucke wird immer leiser. Das gefällt mir gar nicht. Schlucki trinken? Nein. Das Mülltonne ist hier lediglich irgendwas, was ich aufsammeln kann. Jetzt muss ich da rein. Oh, bitte nicht. Ah, es war so klar, ne? We're not alone here. Boah. Spiel ist Arsch, laut. Sag ich euch so, wie es ist. Macht mir jetzt schon irgendwie Angst. Achso, das haben wir anscheinend nur geträumt oder so. Jetzt sind wir da im Wald wieder, wo wir gerade am Helikopter waren. Komm schon, jawohl. Ja, Niklas, ich komme sofort. Ja, wir nehmen jetzt gleich noch was mit Niklas auf. Mal gucken, was es sein wird. Eventuell Rocket League oder Fortnite mal wieder. Lynn? Das kennen wir ja noch aus der alten. Lynn! Von dem alten. Was war das jetzt? Find Lynn. Achso. Nothing matters but Lynn. Das kennen wir noch aus dem Outlast 1, was ich auch gespielt habe. Ach du Scheiße, ach ich kann sich auch mit L1 wieder umdrehen. Also lebt man sich nochmal, wie läuft man? Wie rennt man denn nochmal? Mal ganz kurz nachgucken, wie rennt man denn nochmal? Wo sieht man denn die Tastenbelegung, Steuerung da? Springe Nachtsicht. Ah, L3 rennt man, okay, das ist gut. Ja. Wie macht man nochmal Nachtsicht an? Ah, Rechtsstick, okay. Oh, hoppala. Den Abgrund habe ich ja gar nicht gesehen. Perfekt. Oh mein Gott, Alter. Ah, okay. Also die Ereignisse muss man anscheinend aufnehmen. Okay. Kann man dann. Ja, okay, wir gucken uns mal das mal kurz an. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Okay, sie war nicht so, das heißt, sie lebt vielleicht, ne? Jesus! Ist. No, there's no bodies. Wie lange da irgendwo oben? Da oben irgendwo? Lynn! Lynn! Schrei doch nicht so! Ich weiß nicht, was hier irgendwo sein könnte. Gucken wir uns hier erstmal um. Vielleicht liegt hier irgendwas, was wir mitnehmen können. Oh, Bandagen, stimmt ja. Müssen nachtig anlassen, ich weiß, es ist zwar ein bisschen doof, aber ich weiß auch nicht, ob ich noch Batterien habe. Eine Batterie habe ich noch, okay. Cool, dass man das jetzt so sieht, Alter.
Ach, oh, fuck me! Fuck! Hört mich an. That did not happen in the crash. Fuck this. Ach du Heiland. Lynn. Okay, müssen wir mal gucken. Pilot. I don't even remember his name. Ach so. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn. Ach so, das ist der Pilot. Ach so, bei Outlast 1 macht er ja immer so Notizen, die man vorliest. Ich finde das viel cooler mit den Notizen als das. Ja, wir haben ja noch drei kleine Strichchen, da machen wir den noch nicht. Aber ich hoffe mal, dass wir gleich noch irgendwelche Batterien finden. Ich hoffe, wir übersehen auch nichts. Hier ein Strich, können wir wechseln mal. Ohne es einfach auch viel zu dunkel ist, denn würde ich nicht sehen, ob hier irgendwas ist. Hui. Oh, da ist was. The town. Oh, thank God. I thought we were miles from anything. Okay. Da würde ich mal schätzen. Wir gucken uns das mal direkt an. There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck. I wasn't alone out here. Okay. Sieht mir ja fast schon wie ein, naja, Weg kann man es nicht nennen, aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas zu finden sein soll. Es ist schon derbe laut. Alter, also was ist denn jetzt gerade der Wind so heftig? Hallo? I'm lost. And hurt. Hier liegt aber auch nicht so irgendwas im Ei. Okay, nein. Laufen wir mal. Ist hier vielleicht irgendwas? Auch ne. Was war das? Boah, das Spiel macht mir gar keinen Spaß irgendwie. Also was die, was das hier angeht, was ich Angst habe, ehrlich gesagt. Is anybody there? Please. Okay, ich gehe einfach mal aufs Ganze und gehe jetzt einfach hier rein. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Es ist okay, es ist okay. Hey man. Oh shit. Okay, Foto. Ich glaube dann. Oh shit, you're. Ja, komm, ich will's mal angucken. Ich hoffe, ich. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Text anzeigen. So. Meine liebe süße Ellie. Ich kann nicht ertragen, was ist. Lest es euch selber durch. Ich bin scheiße im Lesen. So. Oh, eine Batterie. Boah, dieses Geräusch macht mir jetzt mal Angst, weil jemand denkt, jetzt kommt gleich einer. Boah, du armes Schwein, hast dich aber wahrscheinlich selber ermordet, wa? Da ist jemand drin. Da störe ich lieber nicht. Überall Christusstatuen und so ein Scheiß. Aber man muss sagen, das Spiel sieht schon krass geil aus. Wer bist du denn? Who's? Wer bist du denn? Ja, komm doch wieder zurück. Ich will dich, Junge, ich box dich. Hier ist kein Knauf. Kann man schon nicht rein. Junge, entweder komm her oder verpiss dich. Da mach mir doch keine Angst hier die ganze Zeit.
Wer bist du? Und wir sind überall Leute, Alter. Ich hab so. Ich schwöre es euch. Er ist weg. Das ist eklig. Verstecken. Ah, okay. Also entweder ich werde gleich verfolgt oder. Ja, was soll ich machen? Ich habe nur noch eine Batterie, aber hier sieht man halt. Holy shit! Lieber Vater der Herse. Soll ich machen? Okay, warte. Ich werde es natürlich euch auch wieder zeigen. Nothing matters but Lin. Wie mache ich das nochmal? Da. So, damit ihr das auch. Warte, Text anzeigen, damit ihr es euch auch durchlesen könnt. So. Habe ich schon irgendwas übersehen? Da ist eine Bandage, wofür auch immer. Also wahrscheinlich zum Heilen oder so, aber ich wüsste nicht, warum ich mich heilen sollte. Kannte man im letzten Teil ja auch nicht. War da schon alles. Genau. Genau, ich kam ja hier hin, genau. Ich geh erstmal da lang. Oh, da, siehst du, zum Glück bin ich hinten mal gucken gegangen. Richtig geile Batterie liegt hier nämlich. Das ist ja schon krank gut, ja, das ist allerdings. Okay. Okay. That's fucked up. Ein paar Püppchen. Okay. Oh! Gottes Willen! Also Bibeln drinne und so, also irgendwas. Will ich gleich mal gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch eine Batterie oder so. Ne, leider nicht. Ich schau mal gucken. Okay, ist aber auch mordsdunkel drinne. Auch Riegel sind cool. Ich glaube, da ist die Tür gerade wieder mir zugegangen. Ich laufe einfach mal ein bisschen weiter. Einfach um die Angst zu entschwinden. Aber immer weiter, mit jedem Schritt, den ich weiterlaufe, mehr Angst habe ich. Und, halt das Maul. Ich guck einfach nicht nach links und rechts. Lalalalalala, ich höre euch gar nicht. Lalalalalala. Also in Satans Höhle gehen wir jetzt. Ach du Scheiße. So, aber bevor wir uns das hier angucken, würde ich mal sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Lass eine Bewertung da.